Ja, willkommen im wunderbaren Vault 55. Ihr wisst alle, was man sagt. Vault 55, bester Vault. Ihr seid eine Gemeinschaft von mehreren hundert Personen. Ihr habt eine große agrikulturelle Anlage. Ihr habt kleine Straßen mit, ihr kennt das, ne, mit den Briefkästen davor. Und ihr lebt den amerikanischen Traum weiter, auch wenn die Welt überirdisch noch nicht wieder so weit ist, dass ihr zurückkehren könnt, um sie wieder in den amerikanischen Traum zu verwandeln. Aber ihr haltet ihn am Leben. Allerdings, ein Problem, das Vault 55 häufiger hat, ist, eure Geburtenrate ist sehr, sehr hoch. Und der Vault ist nur auf eine maximale Anzahl von 500 Personen ausgelegt und alles darüber hinaus droht, die Ressourcen des Vaults zu verschlingen und zu Problemen zu führen. Zum Glück ist Vault 55 mit Vault 56 verbunden. Vault 56 ist häufig in der Lage, Personen aufzunehmen, die dann dort ein neues Leben beginnen. Das schafft auch genetische Diversität, das ist alles sehr praktisch. Und deswegen gilt es als eine besondere Ehre, wenn man bei der Lotterie gezogen wird und nach Vault 56 geschickt wird. Man erhält den eigenen Vault, man hilft einem anderen Vault. So soll es sein, die Gemeinschaft an erster Stelle. Was wollt ihr mehr? Oh Gott. Hab gar nicht gesagt, ich mache sehr oft sehr schlechte Wortwitze. I'm sorry. Ich freue mich jetzt schon darauf hier. Und so geht ihr, wie der Rest des Worts auch, zu der großen Versammlungshalle. An die Wände sind so Bilder der amerikanischen Countryside, des mittleren Westen, projiziert. Und es gibt eine große Party und dann werden die fünf Glücklichen gezogen, die in Vault 56 gehen dürfen. Es gibt dann ein großes Abschiedsfest und alles ist gut. Wen sehen wir denn dort ankommen? Zum Beispiel Mickel. Ja, moin, ich bin. Moin sagt man da gar nicht, ne? Man sagt wahrscheinlich Greetings. Good morning, America. Good morning. Harper Gedwig ist mein Name. Eigentlich arbeite ich in der Kantine. Ich darf immer so ein paar Sachen zusammenmischen, ein bisschen Wackelpudding machen. Aber mein großes Hobby ist der Kurzstreckensprint. Deswegen, ich sehe auch sehr sportlich aus, eher schmächtig. Aber windschnittig sage ich immer, ich habe tolle Sportschuhe an. Und rennen den ganzen Tag eigentlich nur durch den Vault. Ist jetzt nicht dafür ausgelegt, aber ich habe mir meine Strecken einfach selbst gemacht. Wer ist denn Heathrow? Ich bin Heathrow und ich bin der Psychologe des Vaults. Bin dafür da, um Streitigkeiten zu schlichten manchmal auch, aber mir vor allen Dingen anzuhören, was die Leute im Vault bedrückt und immer wieder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, den ich hauptsächlich selber aus Büchern beziehe, die alle wohlsortiert in meinem Büro stehen. Dorothy Luton. Das bin ich. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und das rührt auch daher, dass ich sehr naiv bin. Ich vertraue den Menschen und das habe ich auch in meinem Job. Ich bin nämlich Kindergärtnerin. Ich habe meine kleine Waschbärentruppe, die ich hüte, auf die ich aufpasse und mein großer Traum ist es, irgendwann einen Ehemann zu finden, eine Familie zu gründen und einfach ein glückliches Leben zu haben. Und Stella Stansted. Ja, hallo, also ich bin Stella und ich liebe Roboter und alles, was dazugehört und ich kenne mich damit sehr gut aus. Also ich bin die Erste, die gerufen wird, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt. Ja, auch mein Traum ist es, irgendwann zu heiraten und Kinder zu bekommen. Logisches Vorgehen, um Amerika zu retten. Leider bin ich dabei noch nicht so erfolgreich gewesen, aber ich habe neulich dieses richtig tolle Buch gefunden, Flirten in der Apokalypse. Und ich glaube, damit schaffe ich das schon. Da stehen wirklich sehr, sehr viele interessante Sprüche drin und ich glaube, da werde ich den einen oder anderen heute mal ausprobieren. Wunderbar. Ja, ihr werdet alle persönlich begrüßt von Charlotte Goodwood. Das ist die Overseer des Vaults, die Aufseherin. Ihr seht auch ein paar andere Leute, die ihr kennt, ne? Also logischerweise, man kennt jeden im Vault früher oder später, aber einige hat man so ein bisschen besser im Blick. Einige haben auch größere Positionen. Es gibt da Joshua Filton, ein großer schwarzer Mann mit grauen Haaren. Das ist der Gatekeeper, der dafür sorgt, dass der Vault immer ordentlich verschlossen ist. Und sorry, das ist der Master of the Draw. Das ist der, der bei der Lotterie zieht. Der Gatekeeper ist Annette Swansea, die
da für das Richtige sorgt. Und das wird am Anfang mit so ein bisschen auf dieser großen Fläche gemingelt, Musik spielt, es gibt ein bisschen was zu essen und zu trinken. Alle sind aufgeregt, weil heute ist der große Tag. Euer Vault ist leicht überbevölkert und der Overseer hat verkündet, dass heute 5 Namen gezogen werden, die in Vault 56 gehen dürfen. Der Tag der Tage. Das erste Mal in eurem Leben, dass das passiert. Aber ihr kennt die Geschichten von früher, von den erfolgreichen Begegnungen mit Vault 56, mit den Geschichten, die dann rüberkommen, von den Ehen, die geschlossen wurden, den Kindern, die gemeinsam aufgezogen wurden und der Dankbarkeit, die Vault 56 immer wieder an den Overseer sendet per Telegramm. Das wird großartig werden. Vielleicht kann ich dann dort endlich meine Familie gründen. Ich werde bestimmt einen liebevollen Ehemann finden. Tatsächlich fiebern einige. Ja. Genau, für einige fiebern darauf, dass sie gezogen werden. Das gilt als ein großer Gewinn tatsächlich. Ja. Und alle, die nicht gezogen werden und denken, dass sie gezogen werden, die kommen danach zu mir und dann muss ich denen erstmal wieder erklären, warum das okay ist und warum man auch in unserem Ball glücklich werden kann. Ja. Ich sehe schon. Ja, also im Vault-Leben ist für die meisten natürlich eine logischerweise besser als draußen, ne, während des Krieges und so weiter. Aber es gibt durchaus auch Probleme, die Leute haben und deine Services werden recht häufig genutzt, damit sie dem Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins entkommen. Genau. Ich erkläre den Leuten dann, dass das gar nichts Schlimmes ist, sondern dass die Enge auch Sicherheit bedeutet. Natürlich sehr wichtig ist und das Licht innerhalb des Walls eigentlich genauso gesund ist wie das außerhalb. Sonne ist überbewertet und so. Ne? Mhm. Radioaktive Verstrahlung auch sehr gefährlich. Aber das alles hinter. Okay, ja, also es wird so ein bisschen auf der Party hier, ne, wird so ein bisschen man geredet, man mingelt, man trinkt, man isst, man freut sich. Hat so ein bisschen so dieses amerikanische Tailgating, Straßenfest, Volksfest-Feeling. Es gibt Grillgut, Burger und so weiter. Und dann irgendwann ertönt eine laute Glocke und Overseer Goodwood tritt an das Mikrofon und begrüßt euch alle und ist dankbar, dass ihr so zahlreich erschienen seid an diesem großen Tag, dem ersten Tag seit über 40 Jahren, an dem Vault 55 wieder seiner Pflicht dem Schwester-Vault 56 nachkommt. Und wir alle wissen, die Gemeinschaft ist das, worauf es ankommt. Für die Gemeinschaft stehen wir. Und so können wir die Errungenschaften unseres Vaults, die Traditionen und die Werte auch in Vault 56 bringen und ihnen helfen, ebenso glücklich und eine ebenso gesunde Gemeinschaft zu werden, wie wir sie sind. Joshua, würdest du bitte? Und dann tritt Joshua vor. Daneben steht so ein großer Metallkörper, der so ein bisschen wie ein Grill aussieht. Aber tatsächlich ist das so eine Lostrommel, die er so dreht. Und dann dreht er sie ein bisschen und greift dann hinein. Man hört drinnen das Klackern von irgendwelchen Papieren und so weiter. So altmodisch. Stimmt, ja. Aber es ist dieses Händische, dieses mit Liebe Gemachte, das da offensichtlich im Vordergrund steht. Ich arbeite lieber digital. Also. Normalerweise spielen wir hier Bingo. So, tatsächlich ja, mit dieser. Und er holt eine kleine Kapsel raus, macht die auf und liest vor: Bread City. Alle so, oh, Brad, und jubelt ihn ein bisschen. Freut mich für dich, Brad. Freut mich. Großartig. Ich hoffe, du kannst deine Phobie vor Keime überwinden, wenn du draußen bist. Ich ein bisschen so, das habe ich doch im Vertrauen, aber nicht. Stimmt. Naja. Die Trommel wird wieder gedreht. Ratter, hält an, er greift hinein, holt eine Kapsel heraus, öffnet sie und liest vor. Harper Gatwick. Ich komme nicht klar. Das ist ja, ich fange an, Dehnübungen zu machen. Schnellstes Crossover in Vault 56 ever. Darauf hast du dein Leben lang trainiert. Oh ja.
Ja, Leute schlagen dir auf die Schultern, stoßen mit dir an, gratulieren dir. Überrascht mich jetzt doch, bin ich ehrlich. Die Lostrommel wird weitergedreht. Und der nächste Zettel, die nächste Kapsel wird rausgeholt. Stella Stansted. Und Stella liest eigentlich ganz fertig in dem Buch und schaut dann auf. Oh, ich. Mehr kommt von ihr nicht. Sie ist einfach nur Es kommen auch deutlich weniger Leute zu dir und gratulieren dir, weil du nicht so viele Kontakte geknüpft hast. Das fällt mir nicht so auf. Und wieder wird die Trommel angeworfen und eine Kapsel rausgeholt und geöffnet und er sagt Heathrow. Das hat mich wirklich für alle Leute, die... Das ist problematisch. Das ist ein Zufall, der... Ja! Ich freue mich sehr. Wird super. Das nach draußen gehen, das, ja. Da. Ja. Danke. Ja, ich freue mich auch. Ja, und dann die Trommel. Das letzte Mal, Nummer 5. Unsere Quote. Ratter, 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 ratter. Diesmal dreht er besonders lange. Alle starren wie gebannt auf die Lostrommel. Ratter, 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 ratter. Er holt die letzte Kapsel heraus, öffnet sie, hält kurz inne und sagt dann Dorothy Luton. Ja! Brech ab. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann ich mich noch von meinen Kleinen verabschieden? Ja, selbstverständlich. Heute Abend gibt es erstmal das Verabschiedungsfest. Danach bekommt ihr nochmal einen letzten medizinischen Check. Die letzten Impfungen werden aufgefrischt und dann wird euch unser Gatekeeper das Tor zu Vault 56 öffnen. Ich will mal ganz vorsichtig so vorne gehen, zur Aufseherin, ein kleines Wort mit ihr wechseln. Keith. Wir können großes Aufsehen machen, aber ist es möglich, dass wir den Namen eventuell noch tauschen? Also ich weiß, es ist eine große Ehre, aber ich es gibt eine Menge Leute hier im Vault, die sich auf mich verlassen. So. Das stimmt, das wird ein großer Verlust für uns sein. Alle werden große Verluste für uns sein, aber ich fürchte, die Lotterie muss fair sein, Heath. Das verstehst du sicherlich. Sie ist integraler Bestandteil unserer Kultur und Traditionen. Natürlich. Ja, es geht mir nur darum, ich habe gesehen, ein paar andere waren echt enttäuscht, dass sie nicht gehen konnten und ich bin natürlich hier, damit Leute sich besser fühlen und ich glaube, es gäbe eine Menge wirklich sehr traurige Menschen, die vielleicht doch gerne an meiner Stelle gehen würden. Das ist korrekt, Heath, aber wie gesagt, das Los ist die gerechteste und fairste Art, das zu entscheiden. Natürlich. Du siehst auch, wie der Master of the Draw, der Zeremonienmeister, die Lostrommel so nach hinten weg wieder rollt und entfernt. Gut, ich geh packen. Ich pack das sozusagen. Ne? Sehr gut. Stella würde sich aufmachen, weil sie hat ja auch mitbekommen, wer sonst noch gezogen worden ist und würde sich zu dem Harper gesellen und schaut währenddessen so, weil sie gedacht hat, ja, ist ja logisch, kann man ja die Kunst der Stunde nutzen und stellt sich so richtig awkward einfach neben ihn, guckt ihn so an. Du hast mich auch ganz ohne Powerrüstung umgehauen. Und guckt ihn an, was passiert. Ich gehe ein Stück weiter und nehme mir noch von der Bohle, glaube ich. Oh mein. Okay, interessant. Sie holt einen Stift raus und der Spruch funktioniert nicht. Und läuft einfach weiter und macht sich Notizen. Das war unangenehm. Ich glaube, ich habe Schaden genommen. Ich habe den Radiation Damage eingetragen. Du. Okay. Ja, also hier, du siehst noch, dass die Overseer dem Zeremonienmeister die Hand schüttelt und sich bedankt. Die beiden sich so zunicken und dann kehrt sie zurück und beginnt so mit jedem einzelnen der 5 Ausgewählten zu sprechen und sie kommt erst zu Dorothy und sagt, Dorothy,
Du wirst uns fehlen, aber ich bin sicher, die Kinder in World 56 werden davon profitieren. Ich habe selten jemanden erlebt, der dein Geschick besitzt, mit ihnen umzugehen. Und unser Verlust ist ein großer Gewinn für World 56. Ich fühle mich auch so geehrt, das ist so großartig. Falls es morgen irgendwelche Probleme gibt mit den Kleinen, wir haben das Buch durchgenommen, als der Waschbär den Vault verließ. Das haben wir extra gemeinsam mit den Kindern geschrieben und mit ihnen gemeinsam gemalt. Dann einfach ihnen das nochmal zeigen und ihnen das vorlesen, okay? Wir werden ihnen sanft, aber sicher nahebringen, welch große Tat du für unser aller Wohl begehst. Sie werden nicht so traurig sein, aber ich fühle mich sehr, dort drüben dann einfach meine Bestimmung zu finden und für den Fortbestand des Worlds mit verantwortlich zu sein. Das wird so großartig. Sie legt dir eine Hand auf die Schulter, nickt und geht dann weiter zu Harper. Und kommt an und sagt, ich werde deinen Wackelpudding vermissen, Harper. Ich werde dich vermissen. Sag mal, weißt du eigentlich, was ist das für eine Strecke zwischen den beiden Worlds? Länger als 50 Meter, oder? Das ist ein Tunnel. Ich habe ihn selbst natürlich noch nie betreten, aber dieser Tunnel, nach den Spezifikationen, ist er etwa 200 Meter lang. Gerade Strecke? Gerade Strecke. Traum. Ich wusste, es lohnt sich. Ja. Dann Heathrow hat es ja schon gesprochen, da geht sie zu Grad City und murmelt irgendwas mit dem. Der sieht danach ein bisschen happier aus als vorher. Und dann kommt sie zu Stella. Bleibt so vor Stella stehen, nickt so und sagt, alles Gute, Stella. Danke. Und geht. Stella läuft weiter mit dem Buch in der Hand. Ja, tatsächlich beginnt für euch jetzt so ein bisschen der Ernst dieser ganzen Sache, denn als erstes werdet ihr in das kleine Hospital gebracht und dort noch einmal durchgecheckt, weil natürlich wäre es peinlich, wenn ihr mit irgendwelchen Gebrechen oder Krankheiten in World 56 hinübergebracht werden würdet. Und werdet dann einmal noch ordentlich auf Herz und Nieren geprüft und bekommt dann eure letzten Injektionen für die Immunisierung und so weiter, damit nichts daneben falsch laufen kann. Wenn ihr wollt, kann ich von euch vorher auch noch ein psychologisches Gutachten erstellen. Also ich habe eins zu jedem von unseren Wortbürgern. Aber kann auch gerne danach einmal... Oh, das ist interessant. Wir könnten versuchen herauszufinden, wie dieser Vault-Wechsel sich auf unsere Psyche... Ich würde dir gerne dabei helfen, zur Verfügung stehen. Das wäre kein Problem. Was soll ich machen? Also, wir haben hier, und ich blätter so ein bisschen an meinen Unterlagen, ich habe so einen großen Wälzer mitgenommen, wo wirklich zu jeder Person, die gerade im Vault lebt, was dran steht. Ich meine, einen Großteil der Daten habe ich schon, aber du könntest mir gerne nochmal beschreiben, wie du dich in dieser Situation fühlst. Freudig, aber ein bisschen Druck, dass ich hoffentlich da drüben dann auch meiner Aufgabe gerecht werde. Aber es wird großartig werden. Es wird ganz toll und sie sind bestimmt alle super lieb und nett und aufgeschlossen. Und sie werden sich freuen, dass wir da sind. Das wird so toll werden. Ich bin gespannt, wie wir dort wohnen, ob das dort genauso aussieht wie bei uns oder ob das ein bisschen anders ist. Haben die dort mehr Räumzimmer? Haben die dort Wohnungen? Haben die dort Häuser? Wie wird das sein? Wie sind die Kindergartengruppen dort? Haben die Altersgruppen? Haben die eine ganze Gruppe? Oder? Dorothy, gehen wir mal einmal ganz kurz zurück in die Gegenwart. Wenn du dieses Glücksgefühl beschreiben müsstest, wie würde sich das denn gerade... Einhörner, die Regenbögen kacken, weil sie Schmetterlinge gefressen haben. In meinem Bauch. Gut, das, ja. Stella würde sich dazugesellen, neben dich stellen und dann Dorothy angucken. Kommt dein Verhalten gut bei Männern an? Ich gehe davon aus. Dafür bin ich ja hier. Ich gehe zur nächsten Impfung. Stella, du magst doch technische Geräte, ne? Richtig. Brauchst du Hilfe? Hast du irgendwas? Ja, ich habe hier eine Stoppuhr. Eine Stoppuhr? Wenn du vielleicht die Zeit nachher messen könntest, die ich von dem einen Tor zum anderen brauche, dann würde es mir einen großen Gefallen tun. Ich habe doch aber meinen Pip-Boy, der ist viel besser als eine Stoppuhr. Den habe ich auch. Das ist so was Emotionales. Na, das haben die Leute halt früher so gemacht. Habe ich da Emotionen gehört? Ja. Ich komm wieder hin.
Inwiefern ist die Stoppuhr für Sie denn emotional? Hat das irgendwie einen familiären Wert oder was verbinden Sie mit dieser Stoppuhr? Gibt mir das Gefühl, in einer Welt zu leben vor den Walls. Ne? Verständlich. Eine alte, unmoderne Welt ohne Technik, kann ich mir nicht vorstellen. Würden Sie sagen, Sie verbringen mental viel Zeit in der Vergangenheit? Ja klar, wenn ich hier durch die Gegend rase, ne, dann stelle ich mir halt vor, wie es ist, durch Nordkalifornien zu rennen. Nordkalifornien, ja. Das passt tatsächlich. Gut, das, macht ruhig weiter. Ich beobachte einfach mal kurz. Oh Gott, wir werden beobachtet. Darf ich die Stoppuhr mal sehen? Und Stella hält so ihre Hand. Ja, bitte nicht kaputt machen. Sie guckt richtig entsetzt auf dieses total alte, antike Gerät. Dürfte ich das ein wenig aufbessern? Nein. Okay. Und sie lächelt und schaut zu Dorothy, weil sie hat sich ja ihr Verhalten gerade versucht abzugucken und versucht auch genauso zauberhaft zu lächeln wie Dorothy, wenn sie über ihre Kinder redet. Bin mir nicht sicher, ob ich gleich irgendwie ein Messer in die Brust bekomme, deswegen wende ich mich ab. Okay. Es gibt eine Menge Arbeit für mich auf dem Weg von unserem Vault zu dem anderen. 200 Meter können sehr lang sein. Ja. Mein Notizblock ist schon halb voll. Okay. Ja, tatsächlich, nachdem das alles durchgecheckt und passiert ist, werdet ihr wieder entlassen und könnt euch zurück zu der kleinen Feierlichkeit begeben, bei der ihr tatsächlich im Mittelpunkt steht. Das heißt, alle Leute, also es ist der Tradition, dass alle sich einzeln verabschieden und viel Glück wünschen und nochmal ihre Hoffnungen äußern, was für ein tolles Leben ihr haben werdet. Das heißt, ihr trinkt ein bisschen und müsst immer anstoßen und so. Also nicht Alkohol unbedingt, ihr könnt auch anderes trinken. Aber man ist halt sehr beschäftigt damit, weil dauernd Leute kommen und einen umarmen, auch mit denen man quasi nichts zu tun gehabt hat und Glück wünschen und so weiter. Ja, das ist ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das hier gerade euch umfängt. Die Gemeinschaft, die euch liebt, die euch jetzt hinausgibt und eine neue Gemeinschaft, die euch genauso empfangen wird. Ich werde die auch alle vermissen. Dann kommt allerdings... Ja, sorry, was sagst du? Wie ist das eigentlich? Wirst du dann da drüben auch weitermachen mit deinem Job? Dann musst du ja alle neu kennenlernen. Das ist ja eine Riesenarbeit für dich, oder? Ja, es geht eigentlich ganz schnell. Ich würde mir mit jeder Person so eine kurze Einzelsitzung und dann einfach mal so ein bisschen gucken, wie es bei dem Problem aussieht. Die Schwierigkeit ist, dass tatsächlich pro Vault und eine bestimmte Anzahl an Psychologen praktizieren dürfen. Und ich weiß nicht, ob es da drüben schon jemanden gibt. Deswegen. Was passiert eigentlich, wenn Psychologe auf Psychologe trifft? Es kommt sehr darauf an. Psychologen sind ja, wie wir alle wissen, normalerweise Tiere, die sehr krass ihr Revier markieren. Genau, territorial. Deswegen normalerweise, also wahrscheinlich, wenn wir bis auf den Tod kämpfen müssen. Das ist. Okay, ich muss mal gucken, auf wen ich meine Kronkorken setze. Das ist eine gute Idee. So ist bei Küchenhilfen auch so. Oh nein. Ich glaube, vielleicht machen wir eine Gemeinschaftspraxis auf oder so, oder wir teilen uns die Leute. Ist ja immer ganz schön, wenn man noch ein bisschen entfremdet wird. Mhm. Ja. Tatsächlich tritt dann Miss Goodwood an das Mikro und sagt, ich habe gerade ein Telegramm des Overseers von Vault 56 empfangen. Sie stehen bereit. Das heißt, ein letzter Abschied und dann machen wir uns auf den Weg. Ich weine ein wenig, als ich meine Kindergartenkinder verabschiede und sag nur mal zu jedem Einzelnen was Gutes und dass sie auf sich aufpassen sollen, dass sie ganz großartige kleine Menschen sind. Und Manche weinen auch und andere sagen dir halt, dass du Glück hast und Vault 56 ist ganz toll und da wollen sie auch mal hin. Wenn sie groß sind, dann treffen sie dich da wieder. Und ich gehe auch davon aus, dass ich sie alle wiedersehen werde. Und das sag ich auch. Und so gibt es eine letzte Verabschiedungsrunde und dann werdet ihr fünf geführt und ihr werdet dann in Bereiche des Walls geführt, die man normalerweise nicht betritt. Nämlich die etwas oben gelegenen Ebenen, wo sowohl der Ausgang ist, als auch die Verbindung zu Vault 56. Und ihr kommt dorthin, ihr seht diese große Tür, an der ist so ein Schild angebracht, auf dem steht... Nach 56.
Und daneben steht ein kleines Tischchen, auf dem noch einige Gläser stehen. Und die Overseer sagt, es ist Tradition, dass ich als Overseer ein letztes Mal mit euch anstoße, auf eure Gesundheit trinke und euch alles Gute wünsche. Zu dem eins der Gläser. Ist das Alkohol? Ja. Als Sportler trinke ich halt keinen Alkohol. Ne? Das beeinflusst auch total die Leistungsfähigkeit. Das lässt sich regeln. Sie wirft einen Blick nach hinten, woraufhin einer der gekommenen Untergebenen lossprintet, langsam, wohlgemerkt. Kurze Zeit später mit einem Glas mit Wasser mitkommt. Vielen Dank. Vault 55 dankt euch. Auf euer Wohl. Dann kippt sie das weg. Ich kipp mit weg. Gut. Sie beginnen da Dinge zu tun. Der Gatekeeper kommt nach vorne und sie sagt, setzt euch da kurz hin, das dauert einen Augenblick, das ist die alten Mechanismen, bis sie das Tor geöffnet haben. Und zeigt auf so eine Bank. Und setzt euch so hin. Es ist ziemlich warm in diesem Verbindungsraum. Der Gatekeeper macht irgendwelche Dinge. Es leuchten irgendwelche Alarmsignale auf. Es werden Schlüssel umgedreht und Knöpfe gedrückt. Das alles dauert irgendwie lange. Und ihr habt den ganzen Abend irgendwie mit Leuten gefeiert und angestoßen. Und es ist warm und angenehm. Und ihr schlaft so langsam eine nach dem anderen ein. Schließt die Augen und Dunkelheit umfängt euch. Ich hoffe, ich habe gute Träume. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut enden wird, aber natürlich. Es ist ein absolut traumloses, schwarzes Loch von Schlaf, wie man das normalerweise nicht so kennt. Einfach, man ist einfach weg. Träumt von gar nichts. Und dann nehme ich nochmal einen lustigen kleinen Wurf. Dorothy! Du wirst als erste wach. Du hast so einen unangenehmen, pelzigen, trockenen Geschmack im Mund. Du wirst wach und du liegst irgendwie auf so einem harten Boden. Es ist immer noch relativ warm. Ziemlich unbequem, also irgendwie so Steine im Nacken und so. Und neben dir hörst du so Atmen und Schnarchen von 2, 3, 4 weiteren Personen. Okay, ich möchte mich mal aufrichten und erstmal, wo bin ich? Es ist extrem dunkel. Es gibt ein Stück weiter weg so einen leichten Lichtschein, aber hier ist es wirklich dunkel. Also du siehst kaum die Hand vor Augen. Okay, dort, wo es herkommt mit Schnarchen und Sabbern, sind das meine Mitkumpanen? Das Sabbern hast du dazu gedichtet. Das habe ich eben auch nicht gehört. Wenn du dich so ein bisschen hinbewegst und genauer guckst, also ihr habt natürlich alle euer, also du hast einen Pip-Boy noch am Arm, der hat auch eine Taschenlampe. Und natürlich ein Display, das Licht abgibt und so weiter. Und tatsächlich siehst du, es sind Brad City, Harper, Gatwick, Heath Rowe und Stella Stansted, also die anderen GewinnerInnen der Lotterie. Okay, dann möchte ich als erstes Heathrow versuchen zu wecken. Ich rütte ihn, also ne, als erstes stupse ich ihn an. Wenn er nicht reagiert, dann halte ich ihm die Nase zu und warte, bis er nach Luft schnappt und wach wird. Okay. Heathrow, jemand versucht dich nachts zu erwürgen. Ich atme durch den Mund. Ich atme einfach durch den Mund. Dann wirst du wach. Okay. So. Ich will mich um Dorothy. Ich weiß nicht. Weißt du, was das für Langzeitschäden auslösen kann, wenn man so aus dem Schlaf geweckt wird? Wenn wir in einem Bett liegen würden, würde mich das interessieren. Aber gerade liegen wir in keinem Bett. Und ich habe etwas Angst. Es ist dunkel. Ich gucke mich nach links und rechts rum. Da liegen Harper Gatwick, Stella Stansted und Grad City. Ich gehe jetzt so gut, dass du übrigens auch den Nachnamen von dem City Airport hast. Das ist so schön. Ich fange währenddessen an, dann schon Stella zu wecken und mache erstmal alle nacheinander wach. Ja, die wachen auf und sind dann so, ne? Also, der Brad ist so, die anderen beiden können sich selber entscheiden, wie,
Ich bin auch so. Ich bin gut ausgeschlafen. Powernap. Ja. Ja. Und Stella würde zusätzlich, weil sie hat ja immer ihre ganzen technischen Sachen dabei, würde sie ihre Lampe rausholen. Hey, wow. Wie cool. Was ist hier los? Das Licht geht an. Einen kurzen Augenblick brauchen eure Augen, um sich daran zu gewöhnen, aus der plötzlichen Dunkelheit. Und dann seht ihr, dass ihr in so einer Höhle seid. Über euch Felsen, um euch herum Felsen, unter euch Felsen. In die eine Richtung geht diese Höhle so leicht abschüssig weiter. In die andere Richtung endet sie in einem großen, fetten, metallischen Vault-Tor, auf dem 55 steht.